Hallo liebe App-Gefahrenleser, wir befinden uns hier in Geometry Dash. Das ist keine neue App, allerdings wurde die vor ein paar Tagen aktualisiert und hat ein paar neue Elemente hinzubekommen und wir wollen einfach nochmal einen Blick reinwerfen. Wir haben euch das Spiel schon mal vorgestellt und damals hatten wir 4,5 Sterne dem Spiel ausgestellt als Bewertung und hatten eigentlich nur den fehlenden iCloud-Sync bemängelt. Ansonsten ist es eigentlich ein 5-Sterne-Spiel und das sagt auch der App Store. Da gibt es nämlich 5 Sterne im Durchschnitt bei über 700 Bewertungen. Und warum das so ist, könnt ihr selbst sehen. Das Spiel ist gar nicht so einfach. Das sieht super simpel aus. Wir spielen dieses kleine Quadrat und können mit einem Anfangsklick aufs Display springen. Und jetzt hier zum Beispiel auch mit diesem kleinen Raumschiff fliegen. Auch mit einem Klick aufs Display fliegen wir wieder so ein bisschen nach oben. Und das ist ein Musik-Rhythmus-basierter Action-Plattformer, möchte ich sagen. Und jetzt geht es wieder durchs Portal und wir können wieder mit einem Quadrat spielen. Und wenn wir den Finger auf Display gedrückt halten, springt er automatisch immer weiter. Was wir auch zwischendurch mal benötigen, wenn wir so einen Aufstieg machen müssen. Und Ziel des Spiels ist es hier, 100% des Levels zu absolvieren. Es gibt einmal diesen Normal Mode und einmal den Practice Mode. Wir spielen in dem normalen Modus, sprich wir berühren ein Element oder einen Zacken, fangen wir von vorne an. Es gibt keine Checkpoints. Wenn wir uns später, was wir auch machen, einmal den Practice Mode anschauen, dann sehen wir, dass wir entweder selbst Checkpoints setzen können, wo wir dann weiterspielen können, wenn wir irgendwo gegen reincrashen oder auch automatisch setzen lassen können, sodass das Spiel automatisch wieder da, von dort beginnt, wo wir gerade gestorben sind. Und das ist recht knifflig, es gibt immer wieder neue Elemente, hier zum Beispiel jetzt auch dieser, dieser kleine Kreis, auf dem wir nochmal erneut springen können. Und es kommt immer was Neues hinzu, das macht Spaß, das ist abwechslungsreich. Und es gibt immer so kleine Fallen, die hier eingebaut wurden. Da möchte man einfach springen, aber man darf es nicht, wenn man sonst stirbt. Und ich sag mal so, es kann sehr, sehr schnell ärgerlich werden, wenn man 10, 12, 15 Mal das Level spielt und einfach nicht die 100% erreicht. Aber irgendwann schafft man es auch. Früher hatte ich das schon mal ein bisschen intensiver gespielt und jetzt nochmal hier fürs Video. Und hier diese kleinen abwechslungsreichen kleinen Schikanen hier, die sind wirklich gut gemacht. Hier fliegen wir jetzt nochmal mit so einem kleinen Raumschiff durch die Welt in einem dunklen Layout. Das war so eine kleine Münze, die wir einsammeln könnten. Und hier sind wir jetzt zum Beispiel in diesem Practice Mode. Das sieht man auch schon unten an unserem, an diesem grünen, was ist das für eine Form? Kein Trapez, man weiß es nicht genau. Die werden jetzt automatisch gesetzt. Wenn wir da draufklicken, würden wir die manuell setzen. Und ich möchte euch jetzt einfach nochmal zeigen, dass man auch das Spiel mit 100% absolvieren kann, beziehungsweise ein Level, allerdings jetzt nur im Practice Mode, wo wir jetzt auch gleich öfter sterben werden, kann ich euch schon mal so sagen. Aber ihr könnt einfach nochmal darauf achten, was es so für verschiedene Hindernisse zu bewältigen gibt. Und das Spiel ist einfach klasse gemacht und die 5 Sterne sind gerechtfertigt. Für 1,79 könnt ihr euch das Spiel runterladen. In der Käufe gibt es natürlich keine. Und das ist für iPhone und iPad optimiert, hat eine Game Center Anbindung. Und wartet mit, ich weiß es gar nicht genau, wie viele Level, müssen wir gleich nochmal zählen, 10, 12, 15 Level auf, die allerdings, wie ihr seht, immer recht lang sind. Und bis man dort mal eins geschafft hat, dauert das wirklich ziemlich, ziemlich lange. Später wird es wirklich richtig, richtig kompliziert. Wenn ihr euch die Level da nicht gut einprägt und merkt und vielleicht den Practice Mode erstmal durchspielt, wird das sowieso nichts. Und hier nochmal ein schönes neues Element, hier wird die Schwerkraft umgekehrt und da muss ich sagen, das ist anfangs richtig kompliziert. Da muss man sich dran gewöhnen und jetzt sterbe ich hier leider ein bisschen öfters, weil der Checkpoint jetzt nicht so klasse gesetzt wurde, aber das haben wir gleich überwunden und sind gleich weiter im Level. Sieht gerade ein bisschen blöd aus, ich weiß, aber das schaffen wir jetzt. So, da sind wir vorbei und da kommt das nächste Portal, dass wir wieder ganz normal auf dem Grund laufen bzw. hier unser Level beenden können. Die 100% haben wir gleich erreicht und Geometry Dash bekommt von uns eine absolute Kaufempfehlung für 1,79, super empfehlenswert. Wir wünschen viel Spaß!